Da sind wir bei Teil 2. So, und seht ihr? Es hat ein höheres Level. Es sind immer nur die einfachen Buchstaben. Darum würde ich auch empfehlen, dass ihr wirklich 1, 2, 3 und 4 euch besorgt. Der Reihe nach das auch anfängt. Dass das Kind sich steigern kann. Okay? Und es ist wieder bunt gehalten. Und zwar, dass die Kinder auch mit diesen Buntstiften dann entsprechend malen. Aber muss nicht sein. Sie können auch total etwas anderes wählen. Ich habe die übrigens alle selber mit einer Tintenfeder, damals mit einer Breitfeder gemalt, dann grafisch umgesetzt. Und man sieht also auch noch, wo ich angesetzt habe. Ich habe das so lassen, dass man sieht, das ist Handarbeit. Also ein bisschen so die Gegenpolwelle zu der KI und zu den, würde ich sagen, wenig mit Seele gespeisten Dinge, habe ich natürlich da stecke ich voll und ganz drin, und zwar mit Handarbeit. Wirklich jedes einzelne Bild und jeder Buchstabe, alles habe ich vorhandgeschrieben, damit auch die Kinder sehen, es muss nicht perfekt sein. Bitte, das ist ganz wichtig in diesen Büchern. Es muss nicht perfekt sein. Das drüber malen und das gehört alles dazu. Das wird mit der Zeit besser. Durch das Tun, durch das, dass man es möchte tun, durch das, dass man sieht, okay, mein Empfinden sagt mir eh schon, das gefällt mir nicht so ganz, wenn ich drüber mal. Das kommt mit der Zeit. Aber vor allem auch, wenn ihr mit dem Kind malt und es bei euch lernen kann als Vorbild. Ich erzähle euch ein bisschen mehr drüber. Im nächsten Video dann.